Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Lagewas und wie in der letzten Folge bei der Schweizer Volkspartei, Schweizerischen Volkspartei, wie auch immer, angesprochen habe, versuchen wir es nochmal mit der kollabierten PDA hier. Und es wird überhaupt nichts, da gehe ich schon von aus, deswegen habe ich auch direkt gesagt, eine Folge mehr nicht. Entsprechend gibt es jetzt auch eine Folge mehr nicht. So, Wohnungssteuer. Aufheben. Aha. Bankgeheimnis. Das ist schon praktisch. Der Wohnungsbau ist auch schon praktisch. Dann machen wir am besten noch ein Interview hier. Luca Münzenreiter. Ja, er heißt jetzt Münzenreiter. Akzeptiert es doch einfach. Er heißt Münzenreiter. Auch mal wieder machen. Habe ich ja, haben wir ja im SVP Let's Play gesehen, dass das doch einflussreicher ist als gedacht. Wir schauen uns auf Platz 3, das ist doch mal in den Zeichen. Das von Falalalalalansensorten ist schon praktisch. Und wir wollen lieber Soziale als Nazis an die Macht kommen lassen. Darf man das als Kommunisten sagen? Ja, bestimmt, bestimmt. Wir wollen gerne die Parteienfinanzierung einführen. Weil wir sonst, sagen wir mal, Marsch sind. Na, können doch noch Kredit aufnehmen. Oder wir waschen ein bisschen Geld rein. Natürlich auch machen. Ja, schon zwei Kredite. Naja. Parteienfinanzierung. Das ist unsere letzte Chance. Die lehnen es einfach ab. Man braucht ja eine absolute, also nicht absolute, zwei Drittel. Ich glaube, das wird hier nicht mal eine ganze Folge füllen. Wir können jetzt hoffen, dass wir bei der Parteienfinanzierung ein bisschen Geld kriegen. Ja, kriegen wir 111. Dann sogar auf Platz 3, das ist ja Hilfe. Wir waren für beiden Wahlen auch, aber trotzdem. Da müssen wir wohl eher etwas kleinere Dinge machen. Ein bisschen was Größeres kann man nochmal machen. Sexuelle Aufklärung annehmen. Referendum zur Lebensmittelkontrolle aufheben. Okay, das Volk will keine Lebensmittelkontrolle, dann will es halt keine tourische Steuer. Allgemeine Krankenversicherung behalten wir. Kindergeld behalten. Na, immer noch auf Platz 3, aber immerhin haben wir ein bisschen dazu gewonnen. Protestverbot. War noch nein. Wir wollen wieder Elias. Wir wollen unseren. Der ist jetzt schon wieder unlegitimiert auf dem Posten. Unverschämt. Glücksspiellegalisierung. Musst du kurz einmal, ne? Spiellegalisierung. Jetzt bin ich raus. Auf jeden Fall. Abfallsteuer annehmen. Ohne Lizenz annehmen. Auch ein Trinkgeld. Dringend Geld. Dringend, dringend, dringend. Aufklärung behalten immer noch. So. Können noch mal ein bisschen Geld reinwaschen. Ich schäme mich, sowas zu sagen. Aber wir können auch hier wieder inzwischen Geld aufnehmen, okay. Müssen wir jetzt aber nicht unbedingt es drauf anlegen, ne? Gleichgeschlechtliche Ehe, oh, behalten. Rettungsdienst behalten. Und sozialer Wohnungsbau behalten. Wir müssen die Wohnung ja aber sauber bleiben. Verschmutzungssteuer. Auch die hört sich schön an. Verschmutzungssteuer. Ist aber weit auslegbar, würde ich jetzt mal sagen.
Und wir haben fünf Abgeordnete. Das heißt, wir sind Abgeordneten gleich mit SP und SVP, die prozentgleich sind. Wow. Und wir kriegen endlich wieder Geld. Weniger als beim letzten Mal. Nur die FDP kriegt. Okay, das ist seltsam. Wir so viel mehr Prozent haben. Hi. Elias, ach, super. Diesmal wurde mal Elias Mbarek endlich wieder gewählt. Ja, der heißt Elias Mbarek. Wusstet ihr das nicht? Ich möchte mit dem Staat ja nicht finanziell schaden, aber Umwelterziehung, manchmal geht es nicht anders. Also, Lebensmittelkontrolle annehmen. Ist das für eine Umfrage? Touristensteuer soll entfernt werden. Können wir uns das leisten? Wir können es versuchen. Geburtsortprinzip. Aus. Auf jeden Fall. Irgendwie müssen wir ja beliebt werden. Aber wenn das dann solche Gesetze sind, aber oh, Datenschutz ist schon eine praktische Sache. Finanzielle Krise, oh Gott. Straßenstandhaltung annehmen. Also meine Partei ist schon die ganze Zeit in der finanziellen Krise. Aber ich glaube, das interessiert keinen. Ja, ablehnen. Und auch keine Werbung leisten. Deswegen hoffe ich, dass wir auch so irgendwann mal mehr Prozente kriegen. Wir kriegen immer mehr, aber die SP hat anscheinend einen riesigen Spurt hingelegt und ist deswegen auf Platz 1 gelandet. Verschmutzungssteuer. Die behalten. Wir müssen endlich zum Präsidenten, Kanzler, Staats überhaupt, Regierungschef. Also so in der Schweiz gibt es ja nicht so einen Posten, also gebe ich dem jetzt einfach ganz viele Posten, ganz viele Namen. Genau. Und wenn wir wenn wir diesen Posten haben, kriegen wir immer ein Geld mehr und dann sind wir auch plus Weltraumerkundungsgelder. In der Schweiz, klar. In der Schweiz. Oh ja, eine Fastfoodsteuer. Jetzt bringen mich die Leute endgültig um, wahrscheinlich. Ein bisschen Streik muss sein. Können doch trotz Protestverbot streiken, hallo? Protestieren. Ganz viel Geld, ganz viel Geld, ganz viel Geld. Gesetze kriegen wir ein Dings dazu. Okay. Schulbussteuer. Ablehnen. Ike. Turbinensteuer. Was ist denn Turbinen? Finanztransaktionssteuer. Ah ja. Geld soll aus den Großkapitalisten rausgepumpt werden. Und wir organisieren noch einen kleinen Streik. Vor der Wahl. Damit die sehen, dass wir es ernst meinen. Wieder nur Platz 3. Das ist doch bescheuert. Elias, bitte. Da vorne sind aber schon wieder Wahlen. Bis dahin möchte ich in dieser Folge auf jeden Fall noch kommen und zeitlich ist auch noch gut aus. Also. Öffentliche Bibliotheken annehmen. Müssen hier jetzt mal erstmals richtig aufs Geld achten, ne? Olympische Spiele annehmen. Das repräsentiert unser Staat, weil wir später kommunistisch sind. Autosteuer annehmen. Über 19%, fast 20%. Militärdienst ablehnen. Man kann nicht zum Dienst einer Waffe gezwungen werden. Ja, gut. Jetzt ein bisschen risikobehaftet, ein bisschen. Little bit. Margen. Haben wir nochmal 10 Runden wieder gewonnen. Kunstförderung. Uns ist wichtig. Direkt stärkste Kraft, nicht mal zweitstärkste. Gut. Wenn wir gewählt werden, dann denke ich mir auch so. Aber allein, dass wir stärkste Kraft sind, kriegen wir schon viel mehr Geld. Knapp sind wir nicht gewählt worden. Gabriel. Und Samuel ist auch nicht loyaler. Gut. Jetzt passt es. Schon wieder Gabriel. Bei dieser Gabriels. Mei, mei, mei. Sigmar Gabriel. Und mein Gesetz einführen. Prostitutionslegalisierung. Ja, das sollten wir mal ganz dringend aufheben.
Und das Kindergeld sollten wir ganz dringend behalten. Und Referendum für die Flughafensteuer sagt, ja, wir wollen keine Flughafensteuer, das ist schade. Arbeitszeiten werden angenommen. Ja, ziemlich deutlich sogar. Ah ja, wenn wir was aufheben, dann wird das Protestverbot. Das war früher, meine ich, eine Verfassungsänderung, was es ja auch in der Realität wäre, würde ich jetzt mal sagen. Och, die einzigen, die für die Abschaffung waren. Das ist ja sehr nett. Irgendjemand hat sich enthalten hier. Die Selina. Danke, Selina. Danke für deinen Beistand, Selina. Rettungsdienst behalten. Ich würde sagen, wir machen hier noch auf jeden Fall noch eine Folge mit der PDA. Eine letzte. Oder wir sagen, wir lassen es drauf beruhen. Glaube, wir lassen es jetzt hier drauf beruhen, sagen, ja, haben das ganz gut geschafft. Sind auf Platz 1 auch mit der Schweiz. Und sagen dann, trotz Schwierigkeits 4, mit ein paar Krediten ist es ganz möglich, noch an die Macht zu kommen. Und beim nächsten Mal machen wir dann wieder einen normalen Spielstand, vielleicht Stufe 3 oder vielleicht sogar wieder 4. In einem anderen Land, und jetzt war gerade die Schweiz dran, das heißt, nächstes Mal kommt wieder Deutschland. Also, habe ich jetzt auch mal meine Schweizer Zuschauer, die quasi nicht vorhanden sind, zufriedengestellt. Ich kann euch ja kurz, wenn ihr aus der Schweiz kommt, dann grüezi. Ich kann aber nur sagen, was meine Statistik sagt zu den Ländern, aus denen ich aufgerufen werde. Oh, die Schweiz ist inzwischen sogar auf Platz 3. Das ist, wow. Schweiz war lange Zeit überhaupt nicht vertreten. Inzwischen mit 12 Aufrufen auf Platz 2 in den letzten 28 Tagen. Aber unbegrenzt sind die, glaube ich, längst nicht auf Platz 3 gelandet. Ja, da sind sie inzwischen aber auch auf Platz 4. Mit eben jenen 23 Aufrufen. Also hatten die vorher nur 11. Also, die letzten 28 Tage waren mächtig. Ah, die Schweiz eben hier auf Platz 4 hinter Deutschland, Österreich und Dänemark. Weiß nicht, wahrscheinlich hat jemand im Urlaub in Dänemark gemeint, der müsste meine Videos anschauen oder so. Oder es gibt irgendwelche Dänen, die Deutsch können. Also Hallo an alle Dänen. Ich weiß nicht, was Hallo auf Dänisch heißt. Danach kommt Schweden und danach kommen die bescheuerten Sachen Bulgarien, Brasilien und Länder, bei denen ich überhaupt nicht erwarten würde, dass überhaupt jemand zuguckt. Tschechien oder dabei Singapur und so weiter und so fort. Ist doch ganz nett, ne? Aber eben Hauptzielgruppe Deutschland und man kann auch Österreich dazu. Das ist doch erfreulich. Also hallo an alle Österreicher und hallo an alle Deutschen und auch hallo an alle Schweizer und alle anderen. Hello. I'm saying tschüss. Und bis zum nächsten Mal bei Lorgivers, dann wieder in Deutschland, höchstwahrscheinlich.